herzlich willkommen bei Red Dog Vlog. Wir sind jetzt in Jakarta und werden heute am Zug fliegen nach Türkei und dann nach Amsterdam und dann mit dem Auto nach Deutschland fahren. Also es ist das letzte Video von meinem Urlaub. Wir sind jetzt am Flughafen. Wir haben noch was zum Essen gekriegt von der Tante. Das werden wir jetzt erstmal essen und dann geht es weiter zum Check-in. Komischerweise haben wir diesmal Boarding Time. Über eine Stunde müssen wir eher da sein. Habe ich noch nie gehabt, dass man so viel eher da sein muss. Mal schauen, was passiert. Viel Spaß. Wir sind durch die Kontrolle durchgekommen. Ohne Probleme diesmal, nichts mit der Drohne. Also perfekt durchgekommen. Jetzt sitzen wir hier am Gate 9 nach Istanbul. Flugzeug ist auch schon da. Und dann geht's gleich los. Hoffe ich. Bis dann. Okay, wir sind am Airport Türkei angekommen. Umsteigen nach Amsterdam. Der Flug wird angezeigt in 3 Minuten, habe ich irgendwo gelesen. Boah. Bei Kontrolle hatte man nur Probleme gehabt. Dann war zwei Flüssigkeiten mitgenommen, die wir nicht in den Koffer getan haben, sondern in Handgepäck. Und die muss er wegschmeißen. Mhm. Ne? Leider. Also dann, bis später. So, wir sind heil angekommen in Amsterdam. Meine Frau trägt noch ein T-Shirt. Und ja, der Flug an sich, Turkish Airlines, war ganz gut gewesen. Da war nur beim ersten Flug der Salat, der so richtig bitter geschmeckt war. Das, ne? So richtig komisch. Die haben mich stehen lassen, den habe ich nicht gegessen. Normal esse ich ja immer alles auf im Flugzeug. Bis zur Serviette esse ich alle vom Flugzeug auf. Aber diesmal habe ich den Salat stehen lassen. Beim zweiten Flug war alles okay. Der Salat war lecker gewesen. Und ja, dann ist noch ein Beutel geplatzt, wo Essen drin war von Donas Tante. Ja. Jetzt riechen unsere Sachen nach dem Essen. Auch witzig, oder? Okay. Auch witzig, oder? Unsere Sachen riechen nach Essen. Und andere Leute finden, das stinkt, das Essen. Findest du, das stinkt? Nein. Vielen Dank, ne? Ist lecker. Naja. Nächstes Mal wissen wir, wenn die Tante uns hier was einpackt. Dann machen wir das mit Folie nochmal und nochmal extra einschweißen, dass es nicht aufplatzen kann. Naja, egal. Jetzt holen wir erstmal unseren Koffer und dann suchen wir den Bus auf, der uns zum Auto fährt. Schön!